Ja, der Anlass ist die geplante Novellierung des hessischen Schulgesetzes. Und das geht aus Sicht der GEW in eine Richtung, sage ich mal, in vordemokratische Zeiten. Deswegen nennen wir die Aktion auch, wir wollen keine Kaiser-Wilhelm-Schule, weil das tendenziell in eine Zeit geht, die vor der Weimarer Republik liegt. Und wir sind also dagegen. Wir machen heute an vielen Städten, kleineren, mittleren Städten in Hessen eine gleiche Aktion wie hier, also 5 vor 12, Entrollung des Banners. Und wir werden also die Bevölkerung da, wo wir auf sie treffen, halt entsprechend informieren und hoffen, dass das ein Thema wird, was sich in den nächsten Wochen und Monaten auch in den Schulen, in den Kollegien als Thema entwickelt, wo man darüber diskutiert und dass man da eventuell doch was gegen tun kann. Ja, das Problem ist, das läuft alles hinter verschlossene Türen ab und wie viele andere Dinge zurzeit auch, was die mögliche Schließung von Schulämtern betrifft. Es tagen also völlig abgeschottete Expertenkommissionen und die lassen im Prinzip nichts raus. Es gibt eine große Unsicherheit unter den der Bediensteten in den Schulämtern, die nicht wissen, wo ihr Arbeitsplatz vielleicht morgen sein wird. Viele Dinge mehr, das ist alles total abgeschottet und auch die gewählten Abgeordneten im Landtag wissen im Prinzip nur das, was in den Zeitungen hier und da mal durchkommt. Und die Expertenkommission sagt immer, wir werden zu gegebener Zeit informieren, wir tagen, wir diskutieren völlig ergebnisoffen und nichts lassen sie raus. Ja, das ist der Punkt. Naja, die Verbesserung unserer Schulsituation und beziehungsweise, dass eben dieses Gesetz, was jetzt neu aufgelegt wurde und eigentlich relativ unscheinbar durchgesprügelt worden ist oder durchgeschoben worden ist, dass wir einfach uns dagegen wehren, dass wir sagen, wir wollen nicht so eine Veränderung des Schulgesetzes, weil es sehr viele Nachteile mit sich bringt. Ja, dass zum einen vermehrt Auslese betrieben wird, also das ist im Schulgesetz so festgelegt, dass halt sehr viel früher die Auslese betrieben wird. Das heißt, dass man eigentlich auch an diesem dreigliedrigen Schulsystem festhält, sehr früh schon mit relativ hohem Druck an die Schüler rangeht, welche Leistungen erbracht werden müssen, aber auf der anderen Seite der Schule immer weniger Möglichkeiten gegeben werden, ja, auch dies umzusetzen, beziehungsweise auch eigenes Profil zu entwickeln. Das wird zwar so geschrieben, als täte man das, aber letztendlich ist es eine relativ feste Vorgabe oder relativ enge Grenzen, in denen wir uns überhaupt bewegen können. Und das andere ist sicherlich auch, dass das Thema der Integration von Behinderten im Schulalltag, die ja auch nach europäischem Recht und Gesetz auch vorgeschrieben ist, eigentlich hier nicht so umgesetzt wird, wie sie umgesetzt werden müsste.